Hallihallo Leute und herzlich willkommen wieder zurück bei Let's Play Bioshock 2 Remastered hier im Minerva-Style, denn DLC. Langsam neigt sich das Spiel dem Ende. Kann ich noch nicht mitnehmen, aber sicher ist sicher. Noch nicht, Sigma! Ich jongliere noch mit den Zahlen! Hä? Ach. Mist, jetzt habe ich versagt, ne? Vorsicht. Ja, das ja. Das habt ihr nicht gesehen. Alter! Ich dachte, die Kamera wäre hier. Verdammt. Es gibt einen Weg in den Kern, den Wall nicht blockieren kann. Die Wartungsschächte. Tut mir leid, wenn ich dich da durchjagen muss, aber wir haben keine andere Wahl. Hätte ich gleich tun sollen. Rebecca? Tut mir leid, war ein bisschen übereilt. Hat sich gelohnt, dass ich das hier zerstört habe. Jetzt brauche ich es nämlich. Hier labt sich schon der Bienenschwarm dran. Boah, das sieht schon geil aus. Ja, geil. Ich wollte es testen. Ah, nee, ich wollte nicht. Direkt Aspirin hinterher kippen. Munition brauche ich nicht. Okay, der Rest, was hier alles so klingt, ist nur Zerstörung. Das hier ist blockiert, da komme ich nicht weiter. Also muss ich durch die Schächte. Wer hätte es gedacht? Du gehst voran, du hast einen fucking Raketenwerfer. Du tötest mich noch von hinten. Was treibt dich in den Kern, Sigma? Was zwingt dich, der Gleichung des Thinkers zu trotzen? Langeweile, eigentlich. Und du gefällst mir nicht. Dein Ton gefällt mir nicht, Jungchen. Hättest halt besser aufpassen sollen, mit wem du hier redest. Oh, Supplies. Cool. Sieht nach Bossfight aus, würde ich behaupten. Kommt das hier gut? Ich hab so... Ist es deine tiefe Liebe zu Porter und Tenenbaum? Ha! Du kennst sie kaum, Sigma. Du hast sie doch noch nie getroffen. Nicht in diesem Leben. Jungbrunnen. Oh. Neues Tonikum, Jungbrunnen. Heutzutage steht in Rapture überall Wasser. Nutze diese nachlässige Wartung mit dem Jungbrunnen-Tonikum und lass deine Sorgen vom Wasser wegwaschen. Aha. Wenn du im Wasser stehst, werden Eve und Gesundheit wiederhergestellt. Das ist OP. Da, nimm. Hallo? Bin im Wasser. Oh, geil. Jetzt hat Baden endlich einen Sinn im Leben. Ich warte hier ein bisschen. Ach, schön. Geil. Ah, schön. Das Wasser könnte wärmer sein, aber in dem heißen Anzug, in dem ich eh gerade stecke, tut ein bisschen kühles Wasser doch ganz gut.
Ich hätte beide hacken können, aber... Naja. Das bringt mir eh nichts. Gut, das bisschen Leben. Darauf kann ich auch verzichten. Ryans Geheimpolizei hat Porter abgeholt vor langer Zeit. Und jetzt taucht er wieder in Minerva's Den auf? Einer, den man nach Persephone geschickt hat, öffnet nicht einfach seine Zellentür und geht nach Hause. Er wurde also gefangen genommen, aber ist wieder freigekommen. Ich generiere, auch hier generiere ich Leben. Das ist alles sehr seltsam hier. Das klingt auch nicht so gesund. Ich habe versucht, dich vom Herzen der Maschine fernzuhalten. Du wolltest nicht hören. Wenn dich die vertrauten Schmerzen quälen, mein Freund, hast du dir das nur selbst zuzuschreiben. Aha. Ich verstehe. Hey, cool, die ist immer noch da. Ich dachte, er wäre irgendwo im Wasser stuck und würde jetzt den Weg nicht mehr finden. Eine Falle? Vielleicht? Tja, Finger, das war's dann wohl. Ryans Geheimpolizei ist unterwegs. Sie haben irgendwelche Beweise gegen mich konstruiert. Verrat, sagen sie. Ich habe gehört, was mit Leuten passiert, die verschwinden. Sie kommen als einer von diesen Metall-Daddies zurück. Keine Erinnerungen mehr, gar nichts. Ich hinterlasse dir was, worüber du grübeln kannst, während ich weg bin. Die härteste Nuss, die ich dir je zu knacken gab. Input, das Protokoll zum Verlassen, Raptures. Finde einen Weg, wie du aus dieser Stadt hinauskommst, Thinker. Du musst weiterleben, egal was mit mir geschieht. Du wirst einen Weg finden. Moment, kann es vielleicht sein, dass... Der gerade mit uns geredet hat, dessen Namen mir gerade entfallen ist, gar nicht mehr unter uns weilt, sondern dass der Finker uns seine Nachrichten in den Kopf spielt, mit irgendwelcher Stimmgenerierung, das haben wir schon gehabt, sowas, dass der Finker selbst versucht zu fliehen, mit unserer Hilfe. Das wäre so krass, weil, ne, künstliche Intelligenz, er muss einen Weg finden und das ist der einzige Weg, den er selbst findet, ist durch andere. Weil er kann sich ja selbst nicht bewegen. Ein paar wärmesuchenden Minen, das gefällt mir nicht unbedingt. Aber dann müsste der Finker auch nicht gegen uns kämpfen, sondern uns helfen und eigentlich... Ne? Hallo. Du bist im Kern des Finkers. Der Codeprinter ist oben im Kontrollraum. Nur Top-Leute haben Zutritt. Du musst deine genetische Identität nachweisen, um den Printing-Prozess zu starten. Aha. Klar. Ich muss garantiert hier irgendwann mal hin, deswegen hacke ich jetzt schon. Ah. Naja. Okay, ich bin hier drin. Hier ist alles und eigentlich auch nichts. Ich muss einfach nur nach oben. Ich kann nichts hier einkaufen, weil ich aktuell nichts brauche. Auch das hier brauche ich aktuell nicht. Einfach mal ein bisschen überprüfen.
Aber es sieht mir doch nach dem letzten Akt hier aus. Rebecca ist an unserer Seite. Zu zweit kriegen wir das hin. Porter, du hast mich gezwungen zu handeln. Der Finker ist abgeschaltet. Es bleiben nur zwei Variablen. Du und ich. Die Gleichung endet hier. Höre, Sigma, hier spricht Dr. Tenenbaum. Ohne den Computer funktioniert in Minerva Stan rein gar nichts. Kein Druckausgleich, keine Luftversorgung. Du musst Wall besiegen und den Thinker wieder auf volle Leistung bringen. So, jetzt. Ach so, du bist ja fast tot. Was? Oh, ich bin in Steam gekommen, Mist. Ach so, ich hab die Granate aus Versehen zurückgeschmissen. Oh, was tue ich hier? Cheatcode. God Mode. Enter. Danke. Ach, was ist denn hier? Hä, fehlt nicht irgendwas? Danke. Ich warte mal. Deine Stunde ist gekommen, alter Freund. Ich stehe vor dir. Der vertraute Partner, der dir den Dolch in den Rücken gestoßen hat. Enttäusche mich nicht. Wo bist du? Ach, ernsthaft das? Ernsthaft du? Oh. Na gut. Au. Ey, langsam ist gut. Muss erstmal weg hier. Muss härteres Geschütz ausfahren. Schnell, nimm Walls Leiche die Administratorenlochkarte ab und reaktiviere den Thinker. Flusen angekauter Stift. Geil. Ja, gleich. Erstmal muss ich hier einkaufen. Ist gerade wichtig. Danke. So viel Zeit muss sein. Dann auf zum Finker und den mal ein bisschen reaktivieren. Wo brauchst du
aktiviert. Überprüfe genetische Identität des Benutzers. Genetische Identität bestätigt. Alpha Serie, Subject Sigma. Oh ne, ich ahne. Identität, Charles Layton Porter. Ich habe es geahnt. Ich wollte jetzt gerade sagen. Willkommen, Milton. Das ist das Persönlichkeitsduplikation wird abgeschlossen. Subjekt Charles Milton Porter. Wir sind Charles Milton Porter. Sie sehen jetzt, warum ich die Maschine für Sie sprechen ließ, Mr. Porter. Wir brauchten eine vertraute Stimme. Eine beruhigende, Ihre eigene. Mit dieser Kopie des Programmcodes des Thinkers können wir an die Oberfläche und Sie wieder zu dem Menschen machen, der Sie einmal waren. Bitte, besorgen Sie sich den Printout. Wir treffen uns beim Dock Ihrer Tauchkugel. Lassen Sie sich Zeit, Mr. Porter. Ich warte auf Sie. Ich habe es fast geahnt. In dem Moment, als es sagte, also gerade jetzt habe ich es gerafft, als es, als der Computer sagte, hier Subjekt Delta und es uns als Subjekt Delta erkannt hat, dachte ich schon, wieso sollte es uns erkennen? Was für ein DNA-Code hat es, wenn er Subjekt Delta erkennt? Und es ist, boah. Wir müssen jetzt nach Hause, irgendwie. Ich meine, wir haben alles gemacht. Wir sind Mr. Porter, das ist so, boah, ich liebe die, ach, nicht hier. Ich liebe einfach diese Bioshock-Stories. Sorry, aber Bioshock 1 hatte schon so einen geilen Plot-Twist. 2 war auch ganz geil. Und jetzt hier mit dem DLC alleine schon. Oh, es ist so super. Ich feiere einfach die Bioshock. Ich freue mich so auf Bioshock Infinite. Wird irgendwann Let's Played. Davon, das ist sicher. Nur wann ist die Frage? Ich will jetzt nicht alle Bioshocks so schnell hintereinander durchziehen. Sondern halt immer ein paar Pausen machen. Das ist wohl mein eigenes Büro, ne? Pearl. Ich denke, ich habe den Thinker lange genug mit Audioaufnahmen und persönlichen Anekdoten gefüttert. Jetzt kann ich die Persönlichkeitsduplizierungsfunktion testen. Zielpersönlichkeit, Pearl Porter. Bist du bereit, Thinker? Ja, Milton. Starte Test. Hallo? Pearl. Hallo. Hallo, Milton. Ist es dir ergangen? Ganz wunderbar, Milton. Aber du hast mir gefehlt. Es ist lange her. Pearl, ich... Nein. Nein, das ist nicht richtig. Das ist sie nicht. Thinker, Test stoppen. Aber was hast du denn, Milton? Liebst du mich denn nicht mehr? Oh Gott, ich sagte, Funktion beenden. Thinker, sofort, es ist vorbei. Ja, zu nah an der Realität. Und trotzdem ist es halt nur eine Maschine. Es gibt Menschen, die können damit leben, es gibt Menschen, die können damit nicht umgehen. Wir hier, jetzt, ne, Milton, konnten es wohl nicht. Oh, was gibt es denn hier für einen geilen Sender? Kabelfernsehen. Ja gut, das Klavier ist defekt. Ich finde die Musik gerade so super. Ich will gar nichts sagen, weil einfach nur ein bisschen die Atmosphäre wirken lassen. Okay, Schluss mit der Atmosphäre, die ist hier vorbei. Kurzen Check, nur dass ich hier nicht, okay, ist einfach nur ein einseitiger Weg. Das war wohl wirklich unser Labor. Oder unser Maschinenraum? Mechanik? Uah.
Unsere Erinnerungen kehren zurück. Wow, Steuerung. So, es wird Zeit für uns, nach Hause zu gehen. Der Finker hat sie niemals aufgegeben, Mr. Porter. Er konnte sie nicht zurücklassen. Bitte, treten Sie an die Konsole und beginnen Sie mit der Startsequenz der Tauchkugel. Es wartet viel Arbeit auf uns. Schon geil eigentlich, der Finker ist so gesehen durch die künstliche Intelligenz zu einem Lebewesen herangewachsen. Schwer zu sagen. Ach, Tenbaum, Alter. Was machst denn du hier? Hallo, freut mich. Ich bin Porter. Ich sah auch schon mal schöner aus. Ja, dann wird's wohl Zeit für uns, nach oben zu gehen. Blitzkrieg überlebt, Pearl. Und den Fall Raptures. Man nahm mir meine Erinnerung, meine Stimme. Alles, was mich zu einem Menschen machte. Aber nichts hat mich je so geängstigt wie unser Abschied. Ich wollte dich retten. Ich musste versuchen, dich zurückzubringen auf dem einzigen Weg, den ich kannte. Aber du wolltest nicht. Das weiß ich jetzt. Und ich glaube, ich bin jetzt endlich bereit, dich loszulassen. Hier stehe ich. Die Sonne scheint mir ins Gesicht. Und fast kann ich es körperlich spüren, wie du lächelst. Leb wohl, Pearl. Ich liebe dich mehr, als ich dir sagen kann. Milton. Lass jetzt ein bisschen die Musik laufen, ich will es hier nicht gerade reinquatschen. Wir sind wieder zurück. So. Boah, Alter. Ich muss sagen, wir sind fast ein bisschen die Tränen gekommen. Ich finde, ich bin ein Fan von Romantik. Gebe ich offen zu. Das ist so. Akzeptiert's. Drama ist auch immer geil, aber halt geil im Sinne von, ne? Ihr versteht schon. Oh Gott. Alter, Bioshock 2. Minerva's Den DLC. Top. Wer auch immer es noch nicht gespielt hat und es jetzt gesehen hat, ich empfehle es trotzdem weit, Leute, spielt es. Und für alle, die es nicht kennen, empfehlt es allen weiter. Ich finde die Bioshock-Reihe einfach, ist eines meiner Lieblingsspiele. Also Spielereihe, sorry. Ist Lieblingsspiel und Spielereihe in allem. Ey, super. So, aber
das war's dann wohl auch von Bioshock 2. Der Remastered-Version und auch dem, ich werde das Original nicht anspielen. Das heißt, das nächste, was wir von Bioshock sehen werden, ist dann wohl Infinite oder Infinite, ich weiß nicht genau, ich sage jetzt mal Infinite. Aber das kommt erst später, weil ich will jetzt nicht im Anschluss direkt noch Bioshock weiterspielen. Es hat zwar nichts mehr mit dem Original, also nicht mehr viel mit dem Original Bioshock zu tun, was ich gehört habe. Ich habe aber wieder absolut null Plan von Infinite. Ich habe mich nicht spoilern lassen. Ich weiß nur, es soll Brainfuck sein und mehr weiß ich nicht. Wird interessant. Aber ich mache jetzt hier erstmal Schluss mit Bioshock für einen Moment. Und wir sehen uns hoffentlich wieder, wenn es weitergeht mit dem nächsten Teil oder bei einem anderen Let's Play. Oh, ich mache jetzt hier, heute ist wieder Schluss mit Aufnehmen. Kein Bock mehr. Ist vorbei. Hat gereicht. Das nächste Let's Play weiß ich noch nicht, was kommen wird. Ich habe da ein paar Planungen, die ich mache. Aber das sind alles nur Planungen. Ich will noch nichts versprechen. Oh Mann. Ah, Alter, das Spiel macht mich fertig. Es ist super. Okay, Leute, ich verabschiede mich hier. Hoffentlich hören wir uns wieder. Bis zum nächsten Mal.